Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Die CDU-Fraktion ist den Grünen sehr, sehr dankbar und auch Ihnen, Frau Gebel, dass Sie hier in einem quasi verkehrspolitischen Leitantrag eines Landesparteitags darlegen, was diese Partei im Wahlkampf als verkehrspolitisches Wunschkonzert vortragen wird. Dass weite Teile des Antrages nicht mal von den Grünen selbst ernst genommen werden, möchte ich kurz in der Erstlesung hier darlegen. Sie, die Grünen, behaupten, dass bei Neuanschaffungen von Fahrzeugen in einer jeweiligen Fahrzeugkategorie im Realbetrieb diese den niedrigsten Schadstoffausstoß aufweisen sollen. Hierzu der Hinweis: In Bezirken, in denen Sie, die Grünen, maßgeblich Verantwortung tragen, also beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg, wird dies beispielsweise gar nicht gemacht. Das mehrheitlich grüne Bezirksamt in dem Bezirk hält sich nicht an die eigene Vorgabe, beispielsweise bei den Fahrzeugbeschaffungen des Bezirkes. Den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, ist Programm der Großen Koalition. SPD und CDU stellen sich der Verantwortung der wachsenden Stadt Berlin, die Verkehrsinfrastruktur auszubauen. Die Grünen sind mit ihrem vorliegenden Antrag hier nachweislich wieder einmal dagegen und nicht in der Realität angekommen, sonst hätten sie ja wenigstens einen Satz darüber verloren. Die Koalition hat das SIVA-Programm beschlossen und die Haushaltspläne der Jahre 2014 und 2015 sowie 2016 und 2017 weisen deutlich mehr Fahrzeuginvestitionen bei der BVG aus. Die Fahrzeugflotte der S-Bahn wird deutlich wachsen durch die von uns initiierte Ausschreibung des Teilnetzes. In den vergangenen 3 Jahren und in den kommenden 1,5 Jahren hat diese rot-schwarze Koalition über 25 Buslinien und Straßenbahnlinien taktverdichtet, verlängert oder sogar neu geschaffen und neue Fahrzeuge bei der BVG bestellt, sodass wir in Summe mehr haben. Der Antrag der Grünen ist von der Zeit her daher schon deutlich überholt. Auch wird die Straßenbahn vom Hauptbahnhof bis zur Turmstraße verlängert. Das haben wir als Koalition längst gestartet. Da ist der Antrag auch zu spät. Wenngleich wir uns als Unionsfraktion außerdem wünschen, dass wir über das Projekt der bundesfinanzierten Verlängerung der U5 in Richtung Turmstraße weiter tabu- und ideologiefrei diskutieren. Denn die optimale öffentliche Erreichbarkeit unseres Hauptbahnhofes in nordwestliche Richtung nach Moabit ist vor allem damit gut zu erreichen. Das wäre nämlich ein wunderbares und logisches Projekt für einen neuen Hauptstadtvertrag II in vielleicht schon naher Zukunft der nächsten Wahlperiode. Die Haushaltsmittel für den Radverkehr betragen in diesem und im kommenden Jahr summa summarum 35 Millionen Euro gemäß Beschluss dieses Parlaments auf Antrag der Koalition von SPD und CDU. Damit ist Berlin mit weitem Abstand Spitzenreiter in Deutschland, auch weit vor Hamburg, was ja bekanntlich flächenmäßig fast vergleichbar ist mit Berlin. Die Grünen wollen von sich aus irgendeine nicht definierte Radverkehrssumme verdreifachen. Ja, da wundert man sich doch, dass die Grünen genau das nicht als Antrag gefordert haben in den Haushaltsberatungen, die gerade vergangen waren. Dass die Grünen Spezialmotorenantriebe beispielsweise bei Baumaschinen, Binnenschiffen und Kleinfeuerungsanlagen sofort in die Umweltzone aufnehmen wollen, würde tausende Arbeitsplätze kosten. Ich freue mich schon, dies den Standesvertretern und Berufsverbänden jetzt einmal klar darzulegen. Denn technisch ist das vielfach gar nicht machbar, weil es keine Hersteller gibt, sei es in Deutschland noch in Europa. Sicher ist das langfristig sinnvoll, jedoch eher im konzertierten Programm mit Wirtschaft, der Fahrzeugindustrie und der Umweltpolitik, so wie wir das als Koalition sowieso schon machen. Auch ist die Ausweitung der Umweltzone nicht unbedingt ratsam, denn die Einführung der vorhandenen Umweltzone hat ja bekanntlich eher zu maßvollen Ergebnissen geführt. Wo ist also da der Fortschritt der Grünen? Fortschrittlich ist es nach Meinung der Unionsfraktion doch vor allem, dass der Autoverkehr nicht im Stau steht. Das verringert nachhaltig die Feinstaub-, Verkehrs- und Lärmbelastung. Deshalb sagen wir als Koalition ja auch ganz deutlich, dass wir in einem verkehrspolitischen Gesamtkonzept den öffentlichen Verkehr ausbauen, wie ich eben schon erklärt habe, und auch Straßen neu bauen, wie beispielsweise die A100 und die TVO, um eben Wohngebiete zu entlasten, den Durchgangsverkehr zu kanalisieren, um unter anderem, auch wenn Sie die Zwischenrufe machen, Ihren Wohlstand mitzufinanzieren. Das schafft weniger Emissionen als 70er Jahre grüne Kampfparolen gegen den Autoverkehr, wo doch die Grünen auch hier im Parlament Tag ein, Tag aus selbst privat Auto fahren. Das können Sie hier auf allen Parkplätzen bewundern. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen? Ich freue mich außerordentlich auf die Ausschussberatung dieses polemischen grünen Parteitagsantrags, denn dann werden wir Ihnen weiter sachlich fundiert erklären, wie schwachsinnig der ist. Vielen Dank. Vielen Dank.